Ein herzlichstes Metal-Leute, Servus und was geht? Und willkommen zu einem neuen Unboxing. Das letzte Unboxing in diesem Jahr, glaube ich auch. Ja, es ist etwas von PlayAsia. Ich würde ja sagen, aus Hongkong. Das steht auf der Rückseite. Allerdings sieht man da meine Adresse. Und ja, gut, muss ich jetzt nicht nochmal leaken. Also, PlayAsia, was könnte das sein? Dass ich mir extra aus Hongkong ein Spiel importiere. Meinem Titel steht's. Aber ich möchte die Spannung nicht verderben. Ich muss kurz nochmal umdrehen, weil ich sonst die Scheiße nicht aufkriege. Packt mir einfach mal aus. Es ist tatsächlich. Ja, lol, es gibt echt ein. Okay, geil. Ihr seht's, es ist Like a Dragon Gaiden. Yakuza. The Man Who Raised His Name. Die PS4 und PS5-Version. Ja, wo fange ich hier an, Leute? Ich weiß es nicht. Wir packen erstmal den Rest aus, bevor ich zur Sache komme. Was ist das denn hier? Akka has never cleared her browser history. Akka fact sie. Hä? Wer bist du denn? Waifu? Hot? Aha, cooler Sticker. Weiter. PlayAsia. Nur ein Sticker. Süß. If you need any help with your order, follow my livestreams. Okay, scheint so das Firmenmaskottchen zu sein ein bisschen. Serving fans since 2002. Ey, da bin ich geboren worden. Brutal. Ja, was haben wir hier, Ladies and Gentlemen? Wir haben hier Yakuza 7. Ach, nee. Das heißt jetzt, Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name auf Disc. Warum haben wir hier so eine komische Disc vor uns? Eine internationale japanische Disc? Naja, Sega dachte sich, ey, scheiß mal auf Disc Release. Scheiß mal so richtig auf Disc Release in Europa. Und lass uns das Spiel einfach mal nur in Asien auf Disc bringen und den Rest der Welt nur digital. Ich als Disc-Verteidiger, Verehrer und Sammler. Auf gar keinen Fall machen wir das. Wer hat euch ins Gehirn geschissen, Sega? Also ich könnte mich nach wie vor drüber aufregen, als übelster Hardcore-Fan der Yakuza-Reihe, ja? Hier. Hier, yeah, meine, ja, das, ja, geile Zoom-Quali. Aber ihr seht's da, Yakuza 0, Yakuza 2, 3, 4, 5, 6, Ishin, Judgment, Lost Judgment, Yakuza 7. Gut, Yakuza 1 habe ich jetzt nicht auf Disc, das habe ich dann echt nur digital. Aber, ja, es geht ums Prinzip, dass ich jedes verfickte Yakuza-Spiel auf Disc haben will und es sich nicht einsehe, dieses jetzt nicht auf Disc zu haben. Wenn man es jetzt schon mal schafft, in der Remastered Collection selbst Yakuza 5 auf Disc zu haben. Ja. Ich habe mir beide Versionen gekauft, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich nicht dachte, dass es ein PS5-Disc-Upgrade gibt. Gibt es, wie wir jetzt wissen. Deswegen habe ich mir vorsichtig aber beide gekauft. Ja, für den Fall. Ja, das ist nur, wie gesagt, eine PS. Ja, beziehungsweise ich hätte es dann so gemacht, ich hätte die PS5-Version gespielt und die PS4-Version nochmal auf Platin gemacht. Jetzt, wo ich aber weiß, ey, es gibt ein Upgrade, gut, kann ich das eine verkaufen. Schauen wir uns die PS4-Diskussion ab, die werde ich benutzen und behalten wahrscheinlich. Die werde ich verkaufen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Mal gucken, wie ich das lichttechnisch mache. Sieht bei mir auf der Kamera ein bisschen weird aus. Gut, ich kann jetzt kein Japanisch, ne? Ich meine, das Spiel ist auf Deutsch, definitiv. Das ist regionfrei. Hoffe ich. ja. Yakuza Like a Dragon. Gaiden, The Man Who Raised His Name. Komischer Name. Das Spin-Off im Prinzip, das Bindeglied zwischen 7 und 8. Was hat Kiryu während vor nach 6 gemacht. Ja, und vor 7. Das ist dieses Spiel. Okay, das Spin-Off war ursprünglich auch als DLC geplant. Ich bin höchst aufgeregt auf dieses Spiel. Ich freue mich riesig nochmal ein letztes Mal. Yakuza 6 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist das perfekte Yakuza. Scheiß auf alle Fans, die jetzt gegen mich schießen. Es ist mir wurscht. Ich finde, Yakuza 6 ist für mich das ultimative Yakuza. Kein anderer Teil kommt daran. Ja. Gameplay, Story, alles großartig. Und ich freue mich auf dieses Spiel, weil es hoffentlich in die Richtung geht. Es ist zwar mit Abstand nicht so lang. Es ist wahrscheinlich sehr viel Copy-Paste. Es ist
Ja, aber ich freue mich dennoch. PS5 Upgrade hier. Hier haben wir den Sticker dazu. Ja, Zero D, keine Ahnung, was das für eine Altersfreigabe ist. In Deutschland ab 18, was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Hier nochmal die Hinterschrift, großartig. Ich finde es geil, dass ich das tatsächlich importiert habe. Eine geile Idee, kostet noch nicht viel PlayAsia, ganz normal 40 € pro Game. Ich habe jetzt 100 € insgesamt gezahlt, glaube ich. War auch relativ schnell da. Wie gesagt, es kam ja erst Anfang November, hat jetzt 20 Tage gedauert oder 2 Wochen. Ja, kam aus Holland tatsächlich. Also wurde in Hongkong rübergeschifft und dann hier rüber oder eingeflogen. Ich weiß es gar nicht. Gut. Ja, den Hintergrund kann ich jetzt. Alter, das spiegelt brutal heute, ne? Das spiegelt wirklich brutal heute. Hier kann ich jetzt nicht viel lesen. Wir sehen hier auf jeden Fall. Hallo, Spiegelung. Boah, wartet mal. So geht's besser. Also, bei mir Kiryu ganz klar. Wir haben ja ein paar Ingame-Screenshots. Ich kann das jetzt natürlich nicht übersetzen. Da müssen Japaner unter euch ein bisschen helfen. Bei mir coole Einblicke. Also, mal ganz nebenbei hier die Charaktere. Kenne ich alle nicht. Sind alle neu. Bin ich höchst gespannt. Kiryu mit seinem Agent-Style jetzt, ne? Ist klar. Mega fette Sache. Ja, mehr gibt es jetzt auch nicht groß zu sagen. Yujiro Noda tatsächlich. Der Leadsänger von Redwimps, wo ich dieses Jahr auf Konzert war, hat tatsächlich den Titelsong gesungen zu dem Game. Ich freue mich riesig drauf. Ohne Scheiß. For Japan only. Ha! Glaubst du wohl selber nicht, Bro? Die Scheiße wird mehr. Hoffentlich, Region. Wir werden es gleich testen. Also, ne? Ja, und wenn man das Spiel durchspielt, hat man eine exklusive Demo zu Yakuza 8. Bin ich auch mal gespannt. Kommt ja auch im Januar schon. Ja, hier wie immer PS4 Pro Enhanced. Hier wie viel Gigabyte? 46 Gigabyte Einspieler. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben eine japanische Spielversion gehabt. Finde ich krass gerade. Auch das Siegel. Das Siegel ist nicht wie in Europa oder so üblich. Hier in der Mitte, es ist einfach hier unten. Mega interessant. Wir packen aus. Wie immer ordnungsgemäß auspacken hier mit dem Siegel. Boah. 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 Geil. So, jetzt spiegelt vielleicht auch weniger mal. Das Glitzerfolie spiegelt immer. Ziemlich schlichte Hülle tatsächlich auch. Hier haben wir Steuerung. Oh, aber tatsächlich mal eine interessante, also etwas mehr. Oh, tatsächlich mal eine richtige Spielanleitung. Das hatten wir schon, habe ich schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Mit Ingame-Screenshots nochmal. Mit Charakter- und Charakterbeschreibung. Gut, ja, kann ich schlecht lesen, aber danke. Ey, die sieht hot aus. Warte mal, gib mal. Piss dich mal hier. Geil aus, bin ich gespannt. Wir sind wahrscheinlich so eine Art Bösewicht sein, Oberbösewicht. Dann wieder so ein Regierungsspaß, der hier auf den Sack geht wahrscheinlich. Und noch ein paar andere Gegenspieler. Ja, hier denke ich, eine Spielebeschreibung. Hier ist unser Kiryu-Gen! Ja. Bin ich höchst aufgeregt. Das ist brutal. Ja, Sega-Information, Sega-Club. Gibt's hier alles nett in Europa, ne? Hier noch mal irgendwas. Ist brutal. Ich freue mich. Hier ist die Disc. Und wir werden jetzt live testen, ob dieses Spiel Nexon. Ist das Spiel gar nicht von Ryoga Gotoku Studio? Doch, hier oben, klar. Digga, mein scheiß Bett knarzt die ganze Zeit, Digga. So ein Scheiß. By the way, bevor ich zur PlayStation rüber switche, bei der PS5-Verpackung ist grundlegend nichts anders. Da die packe ich jetzt auch nicht aus. Die werde ich original verpackt so verkaufen. Ja, es ist die gleiche Hülle. Außer halt PS5 und nicht PS4. Ist klar. Hier haben wir aber links ELJM. Oh nein, sag nicht, soll nicht regionfrei. Ey, ich schwöre, auf PlayAsia stand, es ist regionfrei. Oh no, for Japan only. Ich hoffe nicht.
Wir werden sehen, wir werden sehen. So, Ladies, jetzt kommt gleich die große Entscheidung. Wir tun Spider-Man 2 kurz raus. Bei der bin ich regelmäßig live, gerne reinschalten. Also, ich schwöre bei Gott, bei PlayAsia stand Region frei. Ich bin jetzt höchst gespannt, was passiert, wenn ich das rein tue. Vielleicht geht es auch noch auf der PS4. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwas hast du verpasst. Ja, ist mir egal. Ey, bitte, Leute, also wenn das jetzt. Das wird das lächerlichste Unboxing ever, wenn das jetzt nicht geht. Der liest. Natürlich geht's. Natürlich geht's, Leute. Natürlich geht's, Mann. Scheiße, let's go. Geil. Ja, hä, kopier halt. Aber warte mal. Du kriegst kein PS5-Upgrade. Hier mal. Da stand doch gerade fett drauf PS5 Upgrade, oder? Ja, es geht auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall irgendwie. Jetzt muss man natürlich. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall 50, 55 Gigabyte. Ist okay. Ist auf jeden Fall okay. Aber vom PS5-Upgrade sehe ich ja jetzt nichts. Kann das sein, dass ich das PS5-Upgrade nur in Japan bekomme? Also sprich, wenn ich das jetzt auf einem japanischen... Aber wir müssen das jetzt mal testen. Habe ich noch einen japanischen Account? Moment mal kurz. Wir gehen mal auf Genji Takayama rein. Bin ich da überhaupt eingeloggt? Ah, scheiße. Ist der überhaupt japanisch? Alter, da geht gar nichts mehr. Laden nicht möglich, perfekt. Ah, wartet mal. Ja, also perfekt. Es ist tatsächlich, ich habe keinen japanischen Account gerade. Ich war eigentlich hundertprozentig der Meinung, ich habe japanischen Account noch irgendwann. Aber nö. Und so in Europa kriegt man anscheinend kein Disc-Upgrade. Wen wundert, das Spiel gibt es ja auch nicht in Europa, ne? Ist ja klar. Irgendwo. Ne? Ja, ich werde mal nochmal kurz gucken. So, Ladies and Gentlemen, nach einer extremsten verfickten Odyssee, wo ich erstmal meinen versucht habe, meinen alten japanischen Account ranzuholen und gemerkt habe, yo, die E-Mail gibt's nicht mehr, ich habe ziemlich ausgeschissen, habe ich mir mal schnell einen neuen Account gemacht und yep, das Disc-Upgrade ist hier. Ja, willkommen Controls, Alter, fick dich ins Knie. Es ist hier, das Disc-Upgrade ist for free. Ihr seht's hier. Gut, stellt sich jetzt die Frage, ob ich dann überhaupt ein deutsches Yakuza bekomme oder ein japanisches. Das werde ich dann definitiv sehen. Machen es einfach mal, weil ich wissen will, ob es, ja, sieht ja ziemlich, man kriegt doch sogar die PS5 und PS4-Version hier. Ne? Muss man dazu sagen. Ist jetzt die Frage, ob ich hier die PS5-Version jetzt bekomme, ne? Die PS4-Version will ich nicht. Ja, die habe ich ja schon durch. Ja, nee, sieht nach der deutschen Version aus. Also ihr müsst euch, ja, ihr seht auch hier schon die Trophäen. Also ihr werdet euch wahrscheinlich, wenn ihr dann die Disc-Version kauft, tatsächlich müsst ihr euch einen japanischen Account machen. Es wird kein Weg vor. Es gibt kein Region Lock, nix. Ihr müsst einfach nur dann halt, wenn ihr einen Account macht, müsst ihr euch dann halt die Tokio-Postleitzahl 100000 reinmachen und dann seid ihr schon drin. Also kein Hexenwerk, dann habt ihr auch schon den japanischen Store. Könnt so japanische Sachen euch holen. Es gibt keinen großen Region-Lock, seht halt nur, dass es ein bisschen länger dauert zum Laden, weil ja, Japan ist ein bisschen weg. Aber ne, hier haben wir dann auch schon die PS5-Version auf Deutsch. Schätze ich mal. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder direkt ausloggen. Ne? Hier. Wundert euch nicht wegen dem Namen, Lul. Yep. Und schon hast du alles auf Deutsch. Produkt anzeigen. Wieso Produkt anzeigen? Ah, ne. Geht noch runter. Yes. Das war's eigentlich schon. Wir können jetzt auch mal rein. Mal ganz kurz, ganz geschwind, einfach mal First Try einfach mal gucken. Also ja, scheiß aufs Update. Ob wir auch wirklich ein deutsches Spiel haben. Wollen ja heute, wollen ja euch nicht verarschen. Ja, guck, ganz klar, hier kannst du alles auswählen. Deutsch, Englisch, Japanisch. Ne, also,
Gar kein Ding. So, können wir auch wieder schließen, lol. Und ich hoffe, mit dem Japanischen wird es auch so sein. Ich kann natürlich, wenn ihr wollt, das auch nochmal filmen, aber nee, eigentlich nicht. Also es müsste gerne die gleiche normale Version sein, von daher. Ja. Ja. Das war's mit dem Unboxing. Ich freue mich auf dieses Spiel riesig. Vielleicht werde ich sogar streamen. War jetzt ein bisschen AIDS, das Ganze hier zum Laufen zu kriegen, auch die PS5-Version zu holen, aber das PS5-Upgrade ist am Start. Ich hätte sogar theoretisch auch die PS4-Version digital, sprich, ich könnte eigentlich das Spiel verkaufen. Ah ne, klar, dumm. Ich brauche ja die Disc, muss ich ja reinlegen. Ne? Ja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim Baby Metal Vlog nächste Woche. Peace, Metal on!